Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute werden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar werden wir Richtung Community Town laufen und dort hoffentlich noch eine leerstehende Wohnung vorfinden und unterwegs ein wenig looten. Wir haben ja noch nie mal eine Hose. Okay, Haare wachsen lassen, passiert dann Gott sei Dank von alleine, ist auch das Ziel. Und ja, freue mich, was wir heute so erleben. Es ist Samstag, ich hätte heute eigentlich Dienst gehabt, aber ich habe die ganze Nacht... Ich will es gar nicht erzählen, das, was die Steffi macht, wenn sie zu viel Melone isst, ne, auf dem Klo gesessen und konnte gar nicht schlafen, gar nicht. Ich habe gerade 2 Stunden geschlafen, die Arbeit natürlich Bescheid gesagt, sorry für den, der gezogen wurde, für den Verfüger, aber boah, es ging einfach überhaupt nicht bei mir. Also ich fühle mich immer noch kacke, ne? Aber ist egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Bin auf dem aufsteigenden Ast, also es ist kein Corona, keine Sorge, es ist, was sagt die Steffi, ich muss defekieren. Ich musste sehr viel defekieren diese Nacht, flüssig. So, zu viel Information. Gut, ja, ansonsten, Top-Kommentar des Tages. Wir kriegen kaum noch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kommentare lese ich gerade. Ich hätte gerade noch 9, aber egal. Aber es sind 8 Kommentare, die ich in der letzten Folge bekommen habe. Einmal von Galeno, einmal von Mabuse Mister und dann von Don Öko, BP Black Shark, TMP E Pfeifenheini, Tobias Schiller, King Ich und Schwarzes Blut. Vielen Dank für eure Kommentare. Da war nämlich ein lustiges dabei. Wo war das? Der Don Öko hat geschrieben, welche Verletzung könnte Frauen haben, die man nicht sieht, die sich nicht verbinden lässt und einmal im Monat wiederkommt? Die Steffi wird einfach ihre Tage gehabt haben. Ja, möglich, ne? Weil wir haben ja gestern eine Verletzung angezeigt bekommen, die wir nicht heilen konnten. Steffi ist auf jeden Fall dann nicht schwanger, ne? Gut, dann fortsetzen. Ab auf den Server. Es müsste an die 8, 9 Uhr sein, wenn ich das richtig eingestellt habe, gesehen habe. Und ja, es geht erstmal gediegen los. Es waren fast 40 Spieler gerade auf dem Server. Ich habe ein bisschen Angst. Na komm, zieh dich jetzt an. Diese freizügige Steffi. Ah ja, wir waren auf dem Polizeidach. Das ist ja fast sogar perfekt, ne? Gut, was haben wir, mit dem ich mich verteidigen kann? Muss erstmal wieder einen Überblick bekommen. Oh Gott, wir brauchen eigentlich ziemlich schnell eine Kiste, ne? Eine Kiste hat sie ja da, aber wir brauchen eine richtige Kiste. Aber wie machen wir das? Wir haben noch nicht mal ein Schloss, verdammt. So, ich bin erstmal ganz leise. Weiß nicht, ob hier einer ist. Und wir brauchen noch Schlösser. Ich sortiere mal kurz. Also wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schlösser sind es an der Zahl. Das ist nicht viel. Das heißt, wir brauchen noch 3 Schlösser für eine eigene Bude. Und zwar das doofe Metall-Medienschloss. Das darf ich bauen. Der Skill fehlt tatsächlich noch für das verstärkte Schloss. Und wenn wir da mal auf dem Dings schauen, muss ich 1 Million haben. Ich hätte gedacht, bei 100.000 darf ich das schon bauen, ey. Aber 1 Million Engineering-Punkte. Und da gebe ich einen Kommentator recht, wieder schlecht geskillt, wurde geschrieben. Aber es war, glaube ich, die Vorfolge. Ja, es ist nicht das optimale Skillen, aber ich möchte auch ein bisschen arbeiten daran, dass wir auch nicht sofort alles können. Das wäre irgendwie langweilig, ne? Sich Ziele setzen ist natürlich wunderschön. So. Dann gucken wir, ob wir mal wieder einen Zombie überraschen. Check einmal die Muni. Ich habe einfach nachgeladen. Das ist natürlich doch gut. Das sind natürlich 16 von 15 Schuss drin. Eine im Lauf. Und ich loote noch nichts. Nicht, dass wir einen Zombie wach machen, der meistens hier um die Ecke Bubu macht. Kein Zombie macht hier Bubu. Hier ist kein Zombie. Das ist immer schön. Aber bestimmt unten. So, eine Wollmütze. Ein Hut. Behandelt. Okay, wir sind behandelt. Die Regelblutung. Wir haben ein Tampon gefunden. Wurde erledigt. Die Haare, wow, die wachsen echt lahm, ne? 3 Schlösser noch. Wir brauchen noch 3 Schlösser. Nichts. Nichts. Doch, hier ist was drin. 9 mm Tracer. Habe ich noch ein leeres Pistolenmagazin? Ja, so fast.
Sehr gut. Okay. Weiter geht die Reise. Schallgedämpft, ganz leise die Pistole. Die haben ja uns einen Airdrop geangelt gestern. Es ist zu ruhig hier. Außerdem liegt deine Mütze auf dem Boden. Hier wurde gelootet. Ah, noch zwei Schlüssel. Egal. Noch zwei Schlüssel. Immer noch zwei Schlüssel. Trampelt ganz schön rum, ne? Die Dame. Immer noch zwei Schlüssel. Kein Zombie hier drin. Sehr gut. Naja, wir haben ja viele Häuser zu durchsuchen. Da werden wir schon Schlösser finden. Nee. Die ist so... Oh. Die Kurzvariante. Sehr schön. Finden wir das Magazin. Lässt sich sehr gut verstecken. Oh, eine volle Schachtel Kippen. Währung. So. Kopfschmerzen habe ich auch. Die habe ich schon, ja, ne? Okay, die Polizeiwache war ein Reinfall. Außer die MP5K. Die ist natürlich schick. Dann spazieren wir mal durch die Buden hier durch, wa? Vielleicht finden wir noch Klebstoff. Oder mal eine Hose, ne? Anstatt eine Sonnenbrille. Auch Repair Kit habe ich schon mal gefunden. Das ist cool. Das darf ich aber, glaube ich, größentechnisch nicht mitnehmen, ne? Dafür habe ich ja das jetzt schon. Naja, ich habe ja noch kein Auto. Was sollte ich dann damit auch? Bubbles. Habe ich das auf den Boden gelegt? Die Pistole, ja. Das ging sehr schnell. Alles trinken. Und weg ist die Dose. Okay, das Problem ist, wenn wir ihn zu Hause haben, ne, dann haben wir noch lange nicht alles, was wir brauchen. Die Sicherheit. Ich glaube, da oben. Haben wir einen wach gemacht. Schön leise ausgeschaltet. Ach, diese Sonnenbrille, ey. Weihnachtsmannkostüme. Sachen, die absolut überflüssig sind. Und interessanten Loot damit versperren, sozusagen. Zack. Nix. Nix von Wert. Ich werde schon ein Schloss finden. Ich sehe schon wieder was. Ja, Oliven. Finde ich hier relativ oft. Das liegt aber wahrscheinlich an der Region, ne? Plan ist ja, nach hier zu marschieren. Oh, wir haben hier oben aber auch interessant noch, ne? Zum Gucken. Aber wir haben ja keinen Platz. Also wir brauchen erstmal noch drei Schlösser. Ne, zwei Schlösser. Damit ich mir eine Bude sofort zumachen kann. Am besten wären natürlich noch mehr Schlösser, aber... Aller Anfang ist schwer, sagen wir mal so. Ich habe Angst, dass gleich Kugeln geflogen kommen. Ach ja, die Garagen, die wären doch ganz interessant, glaube ich. Nicht wegen Autos, wegen Schlösser. Schon wieder. Also das ist ja, das ist echt die Hölle hier, ne, mit den Absinth. Der war gestern schon hier. Das ist ja ein Getränk, was du hier gar nicht trinken kannst, ohne zu sterben. Also das könnte die Absinth-Bar sein, ne, würde ich mal so sagen. Viermal. Und Käse. So ein Käse aber auch. Oh. Viermal Absinth. Ja, dann guten Durst. Für den fröhlichen Finder. Oh, müde. Wenn man nicht geschlafen hat, ist es echt grausam. Na, hier gibt es ja auch öfter mal ein Schlösschen. So.
Noch eins. Knackwerkzeug. Fünf Schüsschen für eine Waffe, die ich nicht besitze. Wow, danke für die Haufen von Gummis. Ich muss was gucken. Wie groß ist denn die Kurzvariante? Müsste doch eigentlich locker irgendwo reinpassen. Wartet mal. Oh, keine Wasserflasche. Schade, man sieht es nur, wenn man auch einen freien Slot hat. Ich müsste wirklich mit da. Boah, ist die klein. Das ist eine coole Waffe eigentlich für unterwegs, ne? Aber dafür braucht man ja erstmal Munition. Und Magazine. Und Equipment. Ich ahne schon, wir finden jetzt nicht ein einziges Schloss mehr. Das, was man so oft finden kann. Joll. Habe ich jetzt 10 Schlösser? Herstellen. Er hat 10 Schlösser. Sie hat 10 Schlösser. Und verarbeitet sie gerade. Wie viel von der Kiste kostet das? 15. Das ist Respekt. Meistens haben die ja immer 2 Türen, diese blöden Türen, ne? Das ist das Blöde. Nicht die Tür selber hat 2 Türen, ich meine natürlich. Ich meine natürlich die Häuser. Und ich will ja kein bescheidenes Haus haben, ich will eine Prunkvilla haben. Wo liegt sie denn, die Patronen? Ich sehe sie gar nicht. Da. Gut. Wir sind schon Richtung Westen unterwegs. Das klappt. Schönere Handschuhe. Muss man haben. Mal hier mal alles durch. Irgendwo muss ja mal eine Buchse zu finden sein. Es kann nicht sein, dass ich hier keine Buchsen finde. Hm. Buchsenlosigkeit ist angesagt. Eine Seife und eine Sonnenbrille? Oh, wann patchen die das endlich, dass nicht überall Sonnenbrillen liegen? Das ist so übertrieben. E ist das, glaube ich, was wir durchkriegen. Du sollst vorher gucken. Vielleicht schlauer. Aber da sind die Werte eigentlich schon ganz toll, ne? Da kann man sich gar nicht beklagen. Ah. Sonnenbrille gibt es auch im Rucksack, zur Information. Scheiß auf den Dachboden. Scheißen auf den Dachboden. Ist das die Polizeiwache? Jedenfalls die Küche davon. Na, man findet so Küchenutensilien, ne? Will ich aber jetzt nicht. Supermärkchen, da liegt auch meistens ein Zombie drin und macht Bubu. Aber heute nicht. Gummi, Gummi, Gummi. Und Bier und eine Hose. Wir haben eine Hose und zwar sogar eine schöne. Wir sind sehr dunkel damit bekleidet. Gewürze brauchen wir irgendwann mal.
Immerhin läuft das nicht mehr unten ohne rum. Gut, ein silbernes Schloss ist parat. Das ist ja schon mal etwas. Ich habe keinen Slot frei. Schade, sonst hätte ich einen Bogen mitgenommen. Ach, ein 100er, den kann ich wahrscheinlich eh noch nicht nutzen. Denn wir brauchen ja nicht mehr viel Skill. Mist. Für den Skill. ...48 Wasser, Zucker... Ja, wir haben MAE, was wir, glaube ich, da verdauen, ne? Ja, Rindereintopf. Boah, ich darf gar nicht an Essen denken. Hördewitzka. Kann man sein Leben mit einer Pizza so versauen, ey. Das ist der Wahnsinn. Aber ist egal. So. Mann. Ich will auch keine Sombre mehr rauslegen. Schon hoch. Ich wollte Richtung Westen. Da gibt es ja noch ein bisschen was zu looten unterwegs. Zwangsjacke. Mit offenen Ärmeln. Acht Schlösser wären es noch. Oh Gott. Das hört sich so viel an. Dabei findet man eigentlich so viele Schlösser. Ups. Wie Bub, du musst urinieren. Du hast ein Glas Wasser getrunken und sofort musst du urinieren. Mir juckt der Kopf. Oh. Ach, dieses Waffen auf den Boden legen, ne? Das muss doch irgendwie anders gehen. Wartet mal. Trink aus, die ist jetzt so unter dem Herd gelandet, die Waffe. Da verbummelt man gerne mal eine. So, komm her, Baby. Da passt du doch spitzenmäßig rein. Uhuhuhuhu. So. Da wäre so schöner Loot drin, wenn es nicht immer eine Sonnenbrille wäre. So, also macht die Pipi, die Pef, durch ihre Leggings. So. Ja, dann gab noch einen Vorschlag in der Community, immer wenn die Steffi stirbt, eine Glatze schneiden. Nee, dann hat die ja dauerhaft eine Glatze, das ist ja blöd. Sturm. Angriff. Ein bisschen Zucker. Das denn? Das ist mit Feuerjacke, die orangene. Jemand hat schon mal eine Hose. Ah. Diese Sonnenbrille. Ein Bär in der Nähe. Oh, geil. Müssen wir es aussortieren? Die Block lassen wir liegen. Mine nehme ich auf jeden Fall mit. Die Munition brauche ich. Die passen nicht mehr mit rein. Ein volles AK-Magazin. Und 6 Schuss, die will ich behalten. Schloss. Schloss. Wisst ihr was? Die hier brauche ich auch nicht. Und die hier brauche ich auch nicht. Die Gummibänder haben ja einen Plan. Sortiere ich mal irgendwo mit rein. Die Munition will ich dann auch nicht mehr. Das Magazin brauche ich aktuell nicht. Das nehme ich mal mit, man weiß ja nie. Pistole brauche ich auch. Ab in die Leggings.
Schalldämpfer für MP5, perfekt, können wir gleich wegpacken. Schrotmunition will ich haben. Das Schloss will ich definitiv haben. Katze, Hundefutter weg. Grüne Erbsen weg. Das brauche ich noch. Gummiband. Metallschrott. Tracer. Das ist fast 20 Schuss. Leuchtspur. Nehme ich mit. Lass ich liegen. Wisst ihr was? Braucht keine Sau. Braucht keiner. Zuckermais brauche ich jetzt gerade auch nicht. Ein Rohr. Habe ich heute Nacht gehabt. Vor Wut. Schrott. Gut. Dann sind wir wieder auf unseren alten Rucksack umgestiegen. Wir haben gleichzeitig aufgeräumt. Nein. Bolts. Alles trinken. So, dann kommen wir wenigstens einigermaßen gut equipped nach Hause. Können uns eine Kiste bauen, wenn wir eine schöne Bude finden. Wichtig wäre ein zweites Schloss, weil meistens haben die Türen ja wirklich, die Häuser haben zwei Öffnungen. Und natürlich offene Fenster etc. Das ist auch mal so eine Sache. Machen wir das mal vollständig hier, ne? So. Und mein Glück finde ich gleich ein Auto. Weil eben könnten wir ein silbernes Schloss reinmachen, ne? Jetzt. Und das wäre schon mal ein gutes Zuhause. Im Auto wohnen. Die Häusereien nehmen wir noch gerne mit. Sehr, sehr, sehr ruhig hier, ne? Hat Steffi eigentlich schon Huhu geschrieben? Kein Huhu von Steffi. Huhu. Sind schon gewohnt, die Leute. Wie so ein Einbrecher. Was ist alles aus den Schubladen schmeißen? Findet man eigentlich immer den 100er Bogen. Vier. Fehlen noch sechs. Butter. Was hat das denn? 1% Vitamin B12. Butter ist einfach nur nichts zu essen, ne? Fett gibt's halt pur. Will ich nicht. Komm, jetzt gucken wir da oben auch mal im Schrott. Manchmal lohnt sich das ja tatsächlich, auf so Dachbüttelchen zu gehen. Kopfschmerzen habe ich. Oh, die Haare, da kommt wieder was, ne? Langsam kommt wieder ein Busch auf den Kopf. Hab ich das Ding schon? Ja. Schon achtmal wahrscheinlich. Ja, Munition für die Waffe, die ich gerade weggelegt habe. Aber da sind die Magazine auch eher Mangelware, finde ich. Schnieker Rucksack. Diese kleinen bescheidenen Häuser. Kein Zombie am Bube machen drinne. Ist ein Ding. Sonnenbrille, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Findet ihr die auch so oft oder ist das bei mir reiner Zufall?
Schloss. Und, Ruhmpunkt? Nee. So, was ist denn mit meiner Aufmerksamkeit? Naja. Die lässt sich noch bearbeiten. Okay, marsch, marsch, marsch. Der Herr Bär meint's ernst. In der Ferne. So. Scheißhaus. Blöcke hier. Und dann geht's Richtung Community-Stadt. Was ist das? Eine Feder? Armer Vogel. So, Stoffwechsel ist ganz gut, ne? Vitamin D, B12 und B5 fehlen noch ein bisschen. Stroh. Warum liegt da Stroh? Warum habe ich keine Maske auf? Der Klassiker. So. Nein. Alles, nur nicht diese Boots. Was bist du? 15,9 mm. Das ist ganz gut. Kehr, kehr, kehr. Aber Schlösser findet man echt gut. Und Gummibänder. Nur Klebstoff nicht, ne? Komisch. Zap, zap, zap. Also ich hätte gerne zwei Schlösser gehabt, ja. Wenn es auch nur die silbernen sind. Die sind ja schon besser als die Kackschlösser, die Billigschlösser. Ich glaube, das war's, ne? Noch eine Garage? Nee, doch nicht. Also jetzt hier lang. Richtung Westen, da kommt ja noch ein bisschen was. Boah, da kommt erstmal ewig lang gar nichts. Da gewartet der Halunke? Was war das? Wo ist er? Was lassen wir nicht auf uns sitzen? Ich habe ihn die ganze Zeit gehört, aber ich habe nicht gedacht, dass er so angerannt kommt. Was ist mein Herz? Das wären seine Schritte. Der hat doch geblutet wie Sau, ne? Da ist er. Uah, was für ein Munitionscheck. Gar nichts. Doch, voll. Boah, Alter. Komm, wir verdienen, steh auf. Der kassiert aber gut ein, ey. Die Pistole hin. Da. Ich weiß, dass du hier lang gerannt bist. Ich hab's bewusstlos gesehen. Du, der macht aber wenig Damage. Das ist nicht der Bär, das ist der Bär, Alter. Ey.
Wieso? Bär, Bär. Er rennt nicht weit. Du, kommst du jetzt auf einmal her? Der Bär gepetzt. Vitamin D und B12. Reicht. Ich habe noch ein Date mit Mr. Bär. Warum ist es denn so nah? Boah. Alter, der macht mich sowas von fertig. Das ist der aggressivste Bär, den ich je gesehen habe. Lad nach. Mein Gott. Was für ein Bärenkampf, Alter. Boah. Bärenstark. Und da kommt noch der Herr Zombie. Fühlt sich auch noch angelockt. Beri, du bist nicht umsonst gestorben. Der Kampf war ehrenhaft. Alter. 104 Ruhmpunkte haben wir jetzt dadurch. Ja, craften, 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 ne? Was man so kann. Boah, alter Schwede, ey. Ich weiß nicht, muss ich heilen? Ich muss mich heilen? Was soll ich jetzt machen? Ach, das ist aber billiger geworden, ne? Zur Not haben wir dann das eben halt, ne? Was sollte ich jetzt machen? Achso, ja klar. Die Bärenkleidung. Craften. Einfach nur, was wir machen können. Raus im Notverband. Wunde versorgen. Bärenkampfwunden. War auch hart im Nehmen, muss ich zugeben. Herr Bär. Behandelt. Was sein muss, muss sein. So.
So. Ein weiteres Nähsättchen. Ich will es ordentlich haben. So. Die Mine muss doch übers Nähset. Okay, jetzt geht's weiter. Hui. Südlich, falsch. Aber der Bär hat nicht die Rechnung mit mir gemacht. Das hat Spaß gemacht. Aber der war immer so nah, ne? Dass wir fast keine Schnitte hatten, den auszuweichen. So, dann kommt gleich die Qual der Wahl. Wo wollen wir leben? Das ist doch ganz schön weit, ne? Unterwegs kommt nicht wirklich viel. Ein Airdrop ist auf jeden Fall kurz vor der Community-Stadt, aber wie lange schon? Und da zählt er nicht mehr in PvP, in der PvE-Zone, ne? Glatzkopf, Steffi on Tour. So, es ist eine riesen freie Fläche. Der Server ist wirklich nicht leer. Unwahrscheinlich, dass einer eigentlich sieht. So. 100 Ausdauer. Was ist denn mit unserem Wasser? 64%. Natrium 180, alles gut. Ich habe keinen Scope. Ja, eigentlich kann sie Pipi machen. Ist auch was Dauer. Aber wie so ein Kind, ne? Ich muss Pipi. Ich muss wirklich Pipi! Okay. Müssen wir nochmal ein Päuschen machen hier im Wald. Airdrifchen. Zu nah. Der wird schon gelootet sein. Ah, ich will eine Bude mit Meerblick haben. Das ist ja schön. Nach so einem Bärenkampf ist man ganz schön fertig. Großer Pilz. Ich denke mal, alle Autos wurden schon längst wieder gefunden. Es wird auf jeden Fall ein schöner Screenshot, wenn das funktioniert. Mit dem Bär, wo sie den Flieger über den Bär gemacht hat. Das Rennen, wir sind zu schwer, lohnt sich nicht. Da wird Gehen besser funktionieren, glaube ich. Ist irgendwas, aber es ist zu weit.
komische Optik dann auf einmal, ne? Was hat sich da komisch bewegt? Man hat kein echter Kim und Korn mehr, ne? Durch den Schalli. Wir hören auf ihr Herz. Nochmal 50 Money. Jetzt hab ich schon 100 Money. Kann sich schon was Schickes kaufen. Nix. Ist gerade richtig übel, ey. Sorry. Nicht wegen dem Spiel oder so. Es war halt eine harte Nacht. Und das war eine Pizza gestern Abend, die hat aber nicht gerochen oder irgendwas. Keine Ahnung. Da bin ich immer so super vorsichtig, ne? Wenn was verfallen ist, so, ich esse das schon nicht mehr, aber. Aber da war alles safe. Oh. 10-3. Müsste durch die Lex City. Will ich nicht. Da ist ja bestimmt bald weg der D4er. Aber ist ja egal, ist ja eher auf der Route. Fliegt. Oh, gemütlicher Stein, ne? Für den Kopf. So ruht man sich am besten aus. Gehen ja nur noch, also wir laufen, wir rennen nicht. Gehen wir ja das hier, das wäre ein bisschen sehr langsam. Mach ich mal so ein Long Let's Play. Einfach von einer Seite zur anderen laufen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und ja, es ist HD, meine Lieben, es ist HD. Es lag einfach nur an die Bitrate. Die war zu hoch eingestellt. Und YouTube schraubt ja gerade daran rum, wegen Corona, ne, diese Bit-Ersparnis, damit die Dateien kleiner werden. Jetzt werden meine Videos auch dadurch kleiner und werden natürlich dementsprechend HD geladen. Blöd ist halt so Gebüsche und so hier, ne? Das ist ziemlich, für mich im Spiel sieht das super aus, aber für euch ist das halt sehr verpixelt. Aber es geht gerade nie anders. Ich bin dann noch am Schrauben, vielleicht kriege ich das noch verbessert hin. Weil ich habe mit YouTube-Kollegen gestern geschrieben, die rendern ja ihre Videos meistens. Ich mache ja so One-Taker und lade die so hoch. Und die rendern ihre Videos. Da muss ich mal wissen, mit welchem Programm und sowas. Da könnte ich vielleicht auch was rausholen. Weil wenn ich es mit meinem Schneideprogramm rendere, da dauert da 3-4 Stunden, bis so eine Stundenfolge komplett gerendert ist. Und dadurch wird sie nur noch schlechter gefühlt. Ist zwar kleiner dann die Datei, aber auch schlechter in der Qualität. Also bringt das eigentlich gar nichts. Wenn ich rüberrenne, was fällt. Dann bringt ihr das null. Jacke wie Hose ist das dann. Ups. Der Airdrop ist noch da. Aber der ist schon lange da, ne? Das könnte ein Problem geben. Voll südlich laufen wir. Südöstlicher. Oder südwestlicher Blödsinn. Hinterhin Abschussgebiet. Boah, sieht auch so schnell futsch. Aber weit ist er doch nicht mehr weg, oder? Na doch. Meilen. Der wird Bumm machen gleich, bevor wir da sind. Oder wir kommen gerade an und er fängt an zu piepen. Das ist ein sehr hoher Hochstand. Deswegen ist das auch ein Hochstand, ne? Nein.
Das gehen wir. Wir müssen uns darüber springen über den Fluss. Morgen. Ich schreibe auch mal Moin. Hab ja gerade Zeit. Kein Hu von Steffi. Die haben gemerkt, dass ich komme, weil ich habe die Uhrzeit eingestellt. Es war kurz vor dunkel werden. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Wo wir ein Nachtsichtgerät haben. Zack. Ah, nicht nass geworden. Sehr gut. Und dann machen wir noch einen Spaziergang. Bis jetzt noch kontaktlos, außer Mr. Bear und Zombies. Das Coole an der Stadt ist, wir haben ja eigentlich die große Stadt in der Nähe. Und da oben das Airfield. Ist die eigentlich sehr gut gelegen, ne? Nur halt weit weg vom Zentrum oder Airfield. Das hier. Ich muss rennen. Steffi, der Graf. Der ist bestimmt als Drohne über mich. Aber es ist SEK-Graf, nicht Pflegergraf. Egal, was ich da drin finde. Falls er noch da ist, wird es Müll sein, weil ich es nicht mitnehmen kann, ne? Nein. Nee. Warum? Ich habe ihn geskillt, wie ich ihn geskillt habe. Ich bin zufrieden. Warum soll man denn immer den perfekten Supi-Supi-Charakter haben? Brauchst du Muni? Nein. Das, nee, zählt dann doppelt. Da ist der grüne Rauch. Ich muss schon wieder eine Pause machen. Bin so schwer. Schon wieder so ein gemütlicher Stein. Oh, ich glaube, ihr habt den Fuß gebrochen. Mann. Das ist ja der Wegplan. Alles voller Bäume, verdammt. Der ist offen. Ich glaube, dass er offen ist, ja. Also wenn da eine gute Waffe drin war, ist er weg. Hotel ist noch frei, cool. Dass es noch drin ist, ne? Da fehlt schon mehr diese Kugel rum. Also offen ist er alle Male, das sehe ich. Und wir müssen, wenn wir jetzt wo wollen? Ja, Westen, komplett westlich. Mal eine gute Nachricht. Hotel, das ist halt der Mehrblick. Da brauche ich ja nur ein Zimmer. Ich will nur ein Zimmer haben. Ein ganzes Hotel ist ein bisschen schwierig. Ja, blöd, wenn da jetzt einer raushüpft und mir hinterherläuft aus Versehen. Ist das schon die Straße? Ja. Da bin ich mal ein bisschen im Wald. Geahnt, dass der auf ist. Hm. Okay. Da steht hinten ein schwarzes, aber das ist ein Baum.
abgefurzt. Es ging sogar gut. Eine Flupper da drin. Ja, und das bringt mir nicht viel, ne? Den müsste ich flicken, was ich aber kann. Ah, den kann ich ja eh nur 50% flicken. Blödsinn. Was? Schon wieder? Boah. Fatal Error. Herzlich willkommen. Maus. Ja, das ist Scum. Das liegt nicht an dem Server. Das wollen wir aber noch beenden. Logisch. So eine End möchte ich nicht haben. Boah. Fatal Error. Ja, das liegt an der Programmierung. Nicht an den Server. Das ist die Scheiße. Gleich Kaffee machen, ey. Und dann, glaube ich, mache ich noch ein Nickerchen. Reach 600 plus Fame Points. 900 Fame Points. So, Scum, du darfst jetzt auch starten. So kurz vorm Ziel, ne? Ey, so ärgerlich. Shift E, Waffenlampe, sagte Tobias Schiller. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich immer wieder vergesse, ne? Die Steuerung. Jetzt komme ich so langsam klar mit dem Waffenchecken. Meistens lade ich aber nach, anstatt die Munition zu checken. Upsa. Da war der Airdrop. Er lacht dementsprechend schon lang, ne? Ups, hatte fatal. Da unten ist schon erstmal die Stadt, ey, boah. Da rennen wir hin. Und pinkeln erstmal. Aber in unserer eigenen Toilette. Ich auch gerade. Okay, manchmal haben das viele gleichzeitig, ne? Das ist echt komisch. Da passiert irgendwas auf dem Server oder so, keine Ahnung. Ich hatte kurz vorher gefurzt. Oh, was ist jetzt los? Alter. Boah, ey, dass sie das nicht im Griff kriegen von der Performance her, ne? Wir nähern uns ja nicht gerade der gigantischen Stadt der Erde. Ist das überhaupt die Stadt? Oder war das denn doch die hier? Müsste die sein, ja. War zu oft hier. Mann. Tausche weiße Jeans gegen blaue. Ich habe gar keine gefunden bis jetzt. Das reicht, den Rest können wir gehen. Boah, die Haare wachsen nicht. Was ist mit ihren Haaren? What the heck is with her hair? War das Hotel? Nein. Das war dahinter irgendwo. Dann müssen wir wieder ein Steffi-Hotel eröffnen oder was? Da wieder gebaut. Eine Brücke. Das ist das Hotel da. Auto in der Garage.
Na, es lässt sich doch hier schön ausbauen alles, ne? Haben wir letztes Mal gar nicht so richtig ausgebaut. Das Hotel hat wieder 80 Eingänge. Das ist das Blöde. Na, hier. Eieiei, Luft holen. Eingänge. Ja, was nimmt man sich da für ein Zimmer? Das ist die Frage. Du müsstest ja alle Türen claimen. Unten vor allen Dingen, damit sonst claimst du den anderen, du kommst nie wieder raus. Wir können ja noch ein bisschen weiter gucken, was es in der Stadt noch so gibt. Mehr Blick wäre safe. Verschlossen? Und wohl eine auch für Insel, wa? Das ist Safe Zone, darf sie nicht sein. Was ist denn mit meinen Ruhmpunkten gerade passiert? 36, wann habe ich denn jetzt meine ganzen Ruhmpunkte verloren? Beim Sterben? Bin ich gestorben? Ich habe nichts geclaimed, oder? Ich habe gar nichts gemacht. Geht ja auch gar nicht mehr. Jetzt bin ich verwirrt. Wie immer. Nach dem Serverneustart waren die weg, oder? Ich hatte über 100. Ist das Haus wäre noch schön gewesen. Die kann man, glaube ich, gar nicht claimen. Ist schon hinüber. Da ist der Besitzer. Er konnte eine durch die Tür öffnen. Hotel, schwierige Sache. Warum nicht die Munition? Mal was testen. Ist das eine Safe Zone? Bin blind. Das ist ja auch ein Ding, ne? Gut. Ansonsten scheint hier alles ausgebucht zu sein, ne? Er ist fleißig am Bauen. Hier die Katakomben. Oh, das ist wieder eine Apotheke, aber die darf man scheinbar... Doch. Die Apotheke ist noch zu. Soll es wieder eine Apotheke werden? Oh. Macht sie mir jetzt alles nach? Nee. Also die Apotheke, die könnte ich mir einverleiben. Ich hätte gerne mehr Schlösser. Ist auch noch offen, aber es ist auch wieder so ein Hotel. Eine Etage höher. Oh oh. Oh.
Ja, noch ein Schloss werde ich nicht finden. Also ich werde bestimmt noch Schlösser finden. Aber ich glaube, es wird die Apotheke, oder? Und da haben wir hier noch ein wunderschönes Hütchen, weil da ist wirklich nur eine Tür. Verdammt. Oh, das war relativ hoch. Ganz bescheiden. Ganz bescheidene Wohnung für die Steffi. Sie ist ja nicht so verwöhnt. Machen wir. Auftrag. Verstanden. Na toll, scheiße, muss ich irgendwie am Blei kommen. Kein Mehrblick, aber ein Blick auf jeden Fall. Hier jetzt ein Metallschrott kommen, ne? Das ist ja witzig. Ja, okay, immerhin hat Steffi jetzt eine Bude. Auch wenn es wirklich nur ein Bütchen ist. Brauch schnell ein Bett. Hier wurde schon weggelootet alles. So, ein Metallschrott. So. Puh, ich muss jetzt eine Pause machen, Leute. Blei brauche ich nur noch. Aber ist ja nicht so schlimm, das bauen wir uns. Ist ja noch nichts drin. Was man... Eine Kiste. Also müssen wir in der nächsten Folge eine Kiste bauen, das Ding zubauen. Einfacher geht's ja wohl gar nicht, oder? Hier. Wunderschöne Heuballen. Und an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen. Wir machen erstmal ein bisschen Bubu hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.